Tada! So, jetzt sind wir alle eingeblendet. Hervorragend. Ja, an alle, die zuschauen, zuhören, vielen Dank, dass ihr da seid. Wir wollen heute uns ein bisschen was über das Sudo-CMS erzählen lassen. Dabei sind Thomas, einer der Erfinder und jetzt auch CEO oder Co-CEO des Ganzen, und Oliver, der für uns so die Entwickler und die Community repräsentiert, und wir wollen uns heute einfach mal drüber unterhalten. Ich habe ein paar Fragen an euch, aber stellt euch am besten einfach mal selbst vor. Thomas, magst du anfangen? Ich fange gerne an. Mein Name ist Thomas. Ich bin seit über fast 20 Jahren in der Webentwicklung und sehr stark im CMS-Bereich verankert gewesen und bin mittlerweile jetzt quasi Geschäftsführer und Co-Founder der Sudo GmbH. Das ist die Firma, die hinter dem Open Source CMS steht. Ich glaube, viel mehr muss ich jetzt noch gar nicht dazu sagen. Nee, danke. Oliver? Hi, ich bin Oliver, 27, arbeite bei Cosmic in Köln, arbeite seit nicht so langer Zeit erst im gesamten Themenbereich, bin seit 6 bis 7 Jahren Symfony-Entwickler, seit knapp 3 Jahren Sudo-Entwickler, habe jetzt zuletzt ein relativ großes Kundenportal mit Sudo umgesetzt für einen Prepaid-Handy-Anbieter aus Deutschland und ja. Bin seitdem relativ viel auch für Sudo bei User Groups unterwegs und unterstütze da ein bisschen Community-mäßig das Framework noch, das CMS ein bisschen zu verbreiten. Ja, sehr cool. Für alle, die Cosmic nicht kennen, das hieß bis vor kurzem noch Sensio Labs Deutschlands. Genau, richtig. Genau, Was ich deswegen auch. alles, was Symfony angeht, seid ihr wahrscheinlich immer noch eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, auch wenn der Name nicht mehr sofort darauf deuten will, aber genau. Genau, der Name hat geändert, die Idee ist noch dasselbe oder Ja, fast genau. gleich quasi. Ja, ich glaube, Sensio Labs kennt glaube ich, fast jeder. Créateur du Symphonie. De, du, de. Egal. Keine Ahnung. Schneiden wir raus. Alles Ein klar. Livestream. Ja, sehr cool. Zulu, ihr habt angefangen, irgendwann vor ein paar Jahren ein CMS zu schreiben. Ich habe im Vorfeld schon gefragt, warum zum Teufel schreibt man CMS? Es gibt so wahnsinnig viele draußen. Ich komme ja selbst irgendwie aus dem redaktionellen Bereich. Ich habe für Gruner und Jahr und für den Bauer Verlag gearbeitet. Wir haben wahnsinnig viele CMS im Einsatz gehabt. Alle waren irgendwie gut und kacke gleichzeitig. So. Ich glaube, das fasst die Erfahrung eigentlich ganz gut Ja, genau. zusammen. Ist gut und kack zur selben Zeit. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Also das CMS Wir selbst haben eine ist. Stunde Zeit. Wir haben Zeit, okay. Also die Ideen des CMS-Systems oder des Content-Management-Systems, die sind eigentlich schon ein paar Jahre alt und natürlich gewachsen über die Jahre, weil es war so klassisch quasi Homemade-Agentur, eigenes CMS. Das ist eine Agentur, die sitzt hier im Bodenseeraum, quasi im Süden Deutschlands, im Westen Österreichs, an der Dreiländereck, wenn man sich es ungefähr vorstellen kann. Aber in Österreich sitzt ihr, gell? Österreich, genau, wir sind in Österreich, genau, am Bodensee. Und da ist auch dann der Einzugsbereich ein spezieller. Wir haben einige Schweizer Kunden natürlich, die Grenznähe. Das sind dann spezielle Anforderungen, was auch Mehrsprachigkeit angeht, was einfach der Markt hier so ein bisschen an das Content Management an Anforderungen hat. Und wir haben eigentlich immer den Markt gescreent nach Systemen, die quasi unseren Anforderungen genügen. Ich glaube, das sind zwei Aspekte ganz wichtig. Das ist einmal so Technik, weil wir sehr technikgetrieben sind, aber auch Benutzerfreundlichkeit, also Usability. Das sind so im Prinzip unsere zwei Themen, die uns so ein bisschen umtreiben. Und das hat eigentlich immer dazu geführt, dass man ein eigenes CMS entwickelt. Also wenn man zurückblickt, die Agentur wurde 97 gegründet, also schon über 20 Jahre her. Und seit 2005 bin ich quasi so mit Unterbrüchen da dabei. Und es war am Anfang auch ein proprietäres System mit einer XML-Datenbank, die auf .NET gelaufen ist. Einfach nur von der Idee her, wie sich das CMS weiterentwickelt hat, wurde dann irgendwann Open Source auf Zend Framework, wer sich an das noch erinnert, heutzutage heißt es ja. Ist es schon so weit, dass man sich damit nicht mehr dran erinnert? Ich weiß nicht, wer sich noch an Zend Framework wirklich erinnert. Oder zumindest an Zend Framework 1. Ja, Das war okay. wirklich sehr early. Framework 2 tatsächlich, da habe ich noch 2 Jahre mitarbeiten müssen. Ich war bei Zen komplett Ja, raus. und da war es aber so halbherzig.
mal online gestellt, aber sich nicht um Community, nicht um Dokumentation gekümmert und es wurde halt Open Source gestellt, war aber immer noch eigentlich quasi Agentur, CMS, mehr oder weniger. Und irgendwie kam dann Zend Framework 2 wirklich nicht um die Ecke und wir haben dann nach Symfony geschielt und haben da halt auch Komponenten gefunden, die wir super spannend fanden, um die wiederzuverwerten. Und hatten dann einfach so nochmal, so okay, den Markt gescreent, Open Source CMS, so was entspricht unseren Ansprüchen und da ist dann die Situation, wie du ja schon gesagt hast, es gibt eine Basis super und dann hast du halt doch immer das Gefühl, ah, das kann es wieder nicht und das nicht und so flexibel ist es dann doch nicht. Und so, wir wollten ein Framework-based CMS einfach nochmal machen, wo man wirklich das Framework verwendet, um damit arbeiten zu können als Entwickler. Also das CMS sollte nicht im Weg stehen, wenn du quasi mit dem entwickelst. Und die Benutzerfreundlichkeit für den Content Manager war uns sehr wichtig. Und so haben wir uns dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, genau, doch schon ein paar Jahre her, Symfony 2, Early, haben wir es dann nochmal neu quasi geschrieben, unter Anführungszeichen, oder das größte Teil portiert. Und seitdem wurde es auch immer in einer eigenen kleinen Abteilung entwickelt. Es war zuerst eine kleine Abteilung bei Massive Art. Und vor 4 Jahren haben wir es dann ausgegründet, wo wir gesehen haben, okay, grundsätzlich, der Markt ist natürlich sehr spitz und sehr nischig, also auf Symfony basiertes CMS. Und es gibt, wie gesagt, eigentlich ohne Ende CMS am Markt, also der Markt ist sehr fragmentiert. Aber wir sehen trotzdem halt in der Community, dass es ankommt, dass nicht nur Massive Art es verwendet, sondern dass wir mittlerweile eine kleine, feine Community haben, die wächst, die sehr organisch wächst. Damit meinst du jetzt nicht Oliver? Auch. Ja, Oliver gehört zu der Community. Aber nicht nur Oliver. Nicht nur Oliver, genau. Es gibt auch sonst noch ja zwei, die das einsetzen. Vor allem im Dachbereich natürlich. Und Frankreich, Niederlande sind sehr weit verbreitet, also Europa mainly, aber auch wirklich so, kommt dann irgendein Projekt wieder mal von Neuseeland, wo du denkst, so wow, spannend, crazy. Also es ist schon cool, dass es einfach so eher Anklang findet. Das ist der Grund, wieso, glaube ich, wir es immer noch denken und der Meinung sind, dass wir eine gute Idee haben, wie man Content managt und für was wir stehen und was wir machen wollen. Ja, also ich muss dazu sagen, wir nutzen es auch. Also wir haben unsere, zumindest die Lean Koala Webseite darauf aufgebaut damals. Wir haben ja auch einiges zusammen dann gemacht. Deswegen, wir sind auch sehr, sehr zufrieden damit. Also hat genau das gemacht, was wir gebraucht haben. Deswegen... Als Symfony-Entwickler fühlt man sich sehr schnell heimisch. Das ist so. Das hat mir auf jeden Fall immer sehr, sehr gefallen. Auch als Symfony oder PHP? Ich glaube, als Symfony-Entwickler. Als Symfony. Ja. Das ist schon auch nochmal wichtig zu sagen. Also das Feedback bekomme ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, man muss auch so Symfony ein bisschen verstehen, um dann auch die Vorteile von Sudo nutzen zu können. Sonst ja. Muss man halt das auch noch dazu quasi sich so ein bisschen packen und lernen und erarbeiten. Aber dann kann man die Vorteile halt auch wirklich nutzen. Ja, also ich glaube, es ist kein CMS, was du benutzt, um irgendwie deinen Blog zu machen oder deine einfache Marketing-Webseite. So. Dann nimm halt WordPress. Das ist schon ganz okay dafür. Voll. Ja. Also ich glaube, also wir versuchen uns zumindest so zu positionieren und auch das zu erklären, dass wir quasi, wir haben da so eine Analogie, die wir öfters mal preisgeben, so Fahrrad, Auto, LKW und dann früher war es ein Flugzeug, aber es war uns zu fancy, jetzt machen wir da einen Öltanker hin. Um das noch negativer zu darstellen. Aber es ist halt auch der CMS-Markt oder quasi, was du damit machen willst. Wenn du quasi einen Blog machen möchtest und oder eine einfache Marketing-Auftritt, dann ist ein Fahrrad auch super. Also dann ja. Ist keine Wertung im Sinne von Qualität oder ich versuche da immer sehr vorsichtig zu sein, weil es geht nicht darum, dass ich sage, WordPress ist besser oder schlechter oder Typo oder was auch immer, sondern wir haben halt einen Einsatzbereich, wo wir denken, wo wir ganz cool als Lösung uns platzieren, wo wir einfach einen Mehrwert bieten können. Mhm. Und der ist so in diesem LKW-Bereich von CMS-Systemen. Also wo man einfach sagen muss, ich brauche mehr als wie ein Standard-CMS. Ich brauche zwar CMS-Funktionalitäten und das auch komplett ausgereift. Also nicht nur, das ist jetzt kein CMF quasi, also nicht ein Framework, sondern schon ein fertiges CMS mit all den Features, die man braucht. Aber ich brauche einfach auch noch quasi ein Fundament oder irgendwas, wo ich dazu bauen kann, dazu entwickeln kann. Und das ist so für uns eigentlich Symfony. Also wir versuchen dann möglichst transparent zu sein und verstecken quasi Symfony eigentlich nie, sondern
bringe das immer an die Oberfläche. Und ich glaube, das ist auch sowieso, dass wir in der Symphony-Community, ich glaube, ganz ein gutes Standing haben oder man uns zumindest kennt. Wenn man sagt, okay, wenn ich ein Symphony-Projekt habe, ich brauche CMS, ist zumindest Zulu eine Option. Und durch das ist dann auch irgendwie entstanden, dass man natürlich das dann ausgründet und sagt, okay, das ist eine eigene Firma, bietet Services rund um das an. Und welche andere Agentur kauft bei einer anderen Agentur zum Beispiel Dienstleistungen ein, wie eine Beratung oder ein Training? So ist dann der Spin-off entstanden und ist jetzt quasi eine kleine, gesunde Firma, die das Ding weiterentwickelt und vorantreibt. Ja, sehr cool. Oliver, was ist dein Lieblingsfeature bei Zulu? Tatsächlich eine Sache, die schon mal ganz, ganz grob angesprochen wurde, was ich an Zulu sehr, sehr attraktiv fand im Vergleich zu vielen anderen CMS und attraktiv finde, ist, dass Zulu nicht so Marke-Eigenbaumäßig ist, so quasi nach dem Motto, tausend verschiedene Libraries irgendwie, die im Laufe der Jahre irgendwie dazugekommen sind und die aus den x verschiedensten Systemen, sage ich mal, gebaut wurden und irgendwie sein eigenes Framework auch irgendwie so mit in das CMS darum gebaut wurde, sondern eher so quasi nach dem Motto, okay, du musst das Rad nicht neu erfinden. Es gibt sehr, sehr gute etablierte Frameworks. In dem Fall ist es halt Symphony geworden. Und in diesem Playground quasi nistet sich Zulu halt einfach nur ein. Es ist halt technisch gesehen nichts anderes als ein Bundle, sage ich mal, was du zu Symphony dazu installieren kannst und was dann quasi einfach innerhalb von Symphony so gesehen funktioniert. So. Und es ist halt nicht so, dass es dir, sage ich mal, deine Spielregeln aufdrückt und sagt, so, hey, so funktioniert unser CMS und genau daran musst du dich halten, sondern es ist sehr nah einfach an Symphony gehalten, dass man sagt, okay, das sind die Spielregeln, das ist ein funktionierendes MVC-Framework und daran orientieren wir uns. Und damit schränkt es halt ein, gerade als Symphony-Entwickler, halt quasi null ein. Und du kannst dann einfach alles machen, was du normalerweise sonst auch innerhalb des Frameworks machen wollen würdest oder was das Framework auch so gut macht. Und ja, einfach noch die zusätzlichen Features dann halt von dem CMS halt nutzen. Ja, ja, das ist aber auch so mein Bauchgefühl. Das ist so wirklich dieses, ich bin Entwickler und möchte ein CMS haben, was irgendwie mit mir standhalten kann. So, das genauso gut ist wie ich oder dass ich meine Sachen anwenden kann, die ich eigentlich könnte. So, das könnte ich wahrscheinlich in WordPress nicht. Ja, wahrscheinlich kann ich es in WordPress auch, aber ich kann halt kein WordPress. So, ich kann aber Symphony und ich mache Symphony auch seit Symphony 1. So, deswegen, ja. Ich glaube, es ist schon nochmal so ein Thema, einfach quasi das Framework wirklich verwenden zu können, ohne dass das CMS im Weg steht. Weil manchmal hat man das Gefühl, bei anderen CMS-Systemen, dass halt, die stehen sich dann irgendwie ein bisschen im Weg und du kommst nicht daran, wo du gerne würdest. Und das ist ja nicht eigentlich unser Verdienst, sondern das ist, weil wir einfach quasi late to the party sind, sozusagen. Und die ganzen CMS, die am Markt schon viel etablierter sind und viel größer sind in der Community, haben da auch eine viel schwierige Entwicklungsphase. Also die müssen ja quasi technologisch auch quasi sich weiterentwickeln. Einen guten Freund in der Typo3-Community. Und das ist gar nicht so einfach. Die haben eine große Community, die haben eine weite Verbreitung, müssen schauen, dass die mitkommen. Also das Thema Composer war von uns halt von Tag 0 angesetzt. Und viele andere CMS müssen das zuerst mal nachziehen, müssen die Community weiterbringen, müssen das etablieren, dass das was Sinnvolles ist, dass man so Dependency installiert und nicht über die Oberfläche hochlädt ein Plugin. Und somit ist natürlich auch das Ziel schon ein anderer Entwickler, ohne das wieder werten zu sehen, sondern der Entwickler, der im Git unterwegs ist, der eine Versionskontrolle hat, der entwickelt und quasi das Framework auch nutzt, der sollte sich mit Zulu ganz wohl fühlen, hoffentlich. Ja. Nichtsdestotrotz ist schon ein wirkliches CMS und auch der Content Manager soll sich wohlfühlen. Also unser Anspruch ist auch auf der Seite, es ist so die zwei Themen, die für uns wirklich wichtig sind. Also Developer Experience und auch quasi Content Manager Experience. Also dass der Content Manager eigentlich ohne große Schulungen möglichst einfach, auch da war uns extrem wichtig in der Oberfläche immer quasi Dinge gleich zu machen. Also die funktionieren immer dasselbe Prinzip. Manchmal ist es vielleicht dann der Klick ein bisschen umständlich, aber es ist immer an derselben Stelle, wo du speichern klickst. Die Buttons verschwinden nicht, das ist immer eine Bar. Also wir haben versucht, da sehr, sehr, sehr konsistent zu sein und dann ein Framework kurz aufzubauen, wo halt auch den Content Manager eigentlich gut führt und der da sich möglichst frei bewegen kann und möglichst ohne große Schulungen eigentlich auch dann wirklich die Seiten pflegen kann. Ja, ja, sehr cool. Das ist ein anderer Punkt. Also es ist halt extrem schlank gehalten, finde ich. Ne? Also es gibt halt deutlich andere Systeme, die halt einen erstmal wirklich erschlagen, wenn du halt das erste Mal da reinkommst. Und
wo du halt wirklich im Wahnsinn des Wortes, wie Thomas halt schon sagt, vorhin eine Schulung fast für brauchst, bis du dich darin zurechtfindest. Und das finde ich halt bei Solo halt auch relativ angenehm, dieses, du findest dich eigentlich, wenn du schon einmal in deinem Leben eine Website oder ein Backend benutzt hast, eigentlich sofort halt darin zurecht. Mhm. So, es ist halt relativ selbsterklärend ab den Punkten und selbst wenn du es vielleicht auf Anhieb nicht weißt, wirst du es sehr, sehr schnell verstehen. Also ich würde halt fast sagen, eine Schulung für Solo Web Backend ist absolut nicht notwendig. So, du wirst es halt absolut, wenn du dich schon mal mit irgendwie in den Sachen in dem Bereich beschäftigt hast, sofort verstehen. Und das ist halt, finde ich persönlich, relativ wertvoll und auch gar nicht so oft gegeben irgendwie am Markt. Also die meisten CMS, die ich im Laufe der Jahre irgendwie gesehen habe, sind da deutlich aufgeblähter in dem gesamten System und deutlich komplizierter gehalten. Ja, ist das was, wo ihr ein großes Auge drauf werft, dass es nicht zu kompliziert wird? Ich meine, WordPress hat bestimmt auch angefangen und Drupal und Joomla. Ich bin zum Beispiel jetzt WordPress quasi ohne dem Plugin Monstern, die da alles noch installieren kann, ja auch eigentlich eine gute Usability. Die sind schon auch straight, die haben schon sehr ein Auge drauf geworfen, dass es quasi möglichst selbst erklären, möglichst einfach und schon für uns extrem wichtig. Ich würde sagen so, also wir versuchen da möglichst clean zu bleiben und jetzt quasi uns, wir entscheiden uns auch klar, welche Features wir im Core wollen und was wir nicht im Core haben wollen und wo die auch untergebracht sind. Also klar, es ist gar nicht so einfach oft, weil es kommt natürlich immer wieder Themen und sagt, hier hätte ich gerne einen Button und das hätte ich noch gerne anders und das. Und du musst dann immer das ganze Konzept anschauen und schauen, wieso verhält sich das jetzt auf einmal an der Stelle etwas anders. Also das war eine Iteration, die wir von Solo 1 auf Solo 2 auch hatten. Im 1 dann merkst du so nach ein paar Jahren, dass du auch wieder so für so ein Cleanup in der UI mal brauchst. Also da haben wir die ganze Oberfläche auch nochmal neu implementiert. Und das hat uns gut getan, einfach nochmal das Learning zu machen und sagen, wir müssen ein bisschen strikter sein. Es muss quasi echt, oder unser Anspruch ist, dass es echt konsistent ist und nicht irgendwelche Buttons irgendwo rumfliegen, wo man sich nicht auskennt, wieso das die da sind. Ja. Ist es schon ein Augenmerk, und das, oder zumindest versuchen wir darauf auch ein Augenmerk zu legen. Und ist wahrscheinlich auch einfacher, weil wir ja nicht so ein klassisches Open-Source-Community-getriebenes Projekt sind, sondern wir halten da ja schon ein bisschen die Hand drauf. Das ist jetzt quasi so, also keine Ahnung, in Typo 3 oder in Drupal oder whatever, in den großen Open Source, wo auch wirklich noch mehr Community Development passiert, ist es, glaube ich, schwieriger. Ja. Ich glaube, in Symfony ist es ja ähnlich. Oder das war ja früher auch schon so strikt, dass es manchmal schon keinen Spaß gemacht hat, da seinen Pull-Request irgendwie von Fabian durchzukriegen. Ich glaube auch, dass die Zeit eine andere ist heutzutage. Ich weiß nicht, PHP ist natürlich auch nicht mehr die hipste Sprache, wobei ich habe so das Gefühl, sie kriegt ein Revival und ist nicht mehr ganz so Zeiten wie, keine Ahnung, alles vor 5 war natürlich mega crazy. Sagen wir Zend Framework 1. Ja, auf jeden Fall, also ist ein, ich weiß nicht, ich habe letztes Mal mit einem Freund darüber gesprochen, eben Benny von Typo 3, ob quasi sowas noch passiert, so wirklich so Community in PHP, Open Source getrieben, wo dann wirklich das ein Community-Projekt ist, wo nicht hinten jemand ist, wo ein bisschen steuert und quasi auch eine Firma dahinter steht, schlussendlich. Kenne ich wenige, also die alt eingesessen natürlich, aber was Neues, bin ich gespannt, ob sowas noch passieren kann überhaupt. Ja. Ja, wo wir gerade über Open Source reden. Warum habt ihr es Open Source gemacht? Das ist eine gute Frage. Also es ist schon sehr tief in unserer DNA verankert. Und ich glaube, du kannst so ein Projekt oder so eine Firma auch nur mit Entwicklern oder mit einem Team, wo unglaublich committed ist und wo das auch machen will, dass das Open Source ist. Also es ist schon so, dass das für uns etwas zurückgegeben ist. Also wir bauen ja auch Open Source Komponenten auf. Ich denke, das Web funktioniert eigentlich zum Großteil nur, weil es offen und transparent ist und quasi frei verfügbar ist. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Teil ist natürlich auch Marketing, ganz offen. Also quasi unser Code kann halt jeder installieren und runterladen. Und ich glaube nicht, dass im CMS-Markt lizenzpflichtige CMS einen super großen Vorteil haben. Erstens ist der Markt einfach von Open Source CMS unglaublich groß. Ja. Und ja, es ist schon Philosophie, es gehört zu uns dazu. Wir sind so quasi entstanden. Und das wird, glaube ich, auch gar nicht mehr so hinterfragt, wenn ich ehrlich bin, sondern es ist Open Source und wir glauben dran.
Die nächste Frage ist ganz sicher, wie macht man Business? Ja, das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet. Ja, genau, weil es ist ja die Spannende oder die Spannungsfeld ist natürlich, wenn das kein Open-Source-Community-getriebenes Projekt ist, wo halt Entwickler in ihrer Freizeit dran sitzen und da entwickeln, sondern wenn das über schon Paid-Mitarbeiter oder Entwickler passiert, muss natürlich auch irgendwo Geld reinkommen. Und das ist immer noch eine Challenge und das ist eine große Herausforderung für uns. Wir sind, wie gesagt, ein Spin-off von einer Agentur, die natürlich Dienstleistungsgeschäft gewohnt ist. Das heißt, wir machen auch viel Dienstleistung. Aber wir wollen oder unser Ziel ist auch, diesen Bereich etwas zu reduzieren und mögliche Produkte launchen dazu. Also zusätzliche Services, zusätzliche Produkte. Wir werden aber das Thema Open Source, also das CMS, wird jetzt nicht eine Dual License bekommen oder irgendwas, sondern wir sind davon überzeugt, dass das Open Source bleibt und das CMS bleibt ganz sicher Open Source. Mhm. Vielleicht zwar zusätzliche Produkte, also zusätzliche Pakete, wo lizenzpflichtig sind. Wir haben jetzt letztes Jahr ein Partnerprogramm gelauncht, Corona-bedingt, weil es bis jetzt semi-erfolgreich, aber wir glauben trotzdem dran, weil es einfach schon wirklich einige große Agenturen gibt und schon eine Verbreitung haben, wo wir auch sagen, denen wird auch immer mehr bewusst, dass man vielleicht irgendwie einen Teil daran contributen soll, selbst wenn das finanziell ist. Also diese Partnerschaft kostet eine jährliche Fee. Gibt es natürlich dann auch von uns mit reingepackte Dienstleistungen. Also wir machen dann Projektreviews, wir sind quasi verfügbar für Support und so weiter. Also es ist so ein Geben- und Nehmen-Paket für Agenturen. Und es gibt sonst noch verschiedene Ideen, wie wir Produkte haben. Aber aktuell ist schon so, dass wir den Großteil vom Income über Entwicklung, Weiterentwicklungen, Anpassungen für andere Agenturen, für andere Projekte oder für Projekte, die direkt uns noch landen sind. Wobei wir uns schon klar auch distanzieren wollen. Wir sind keine Agentur, sondern wir haben das herausgezogen, weil wir die Product Company hinter Sudo sind und darum bieten wir Trainings, Consultings und aber auch Entwicklung. Entwicklung ist schon noch der größte Teil. Und trotzdem versuchen wir immer natürlich genug Ressourcen auch auf dem Projekt zu lassen. Also so, das ist das Spannungsfeld. Ja. Aber das Open Source Business Modell ist sowieso tricky und spannend für viele. Ja, also auf jeden Fall ist es super spannend, aber wenn ich ein Zulu-Projekt machen wollte, dann würde ich natürlich am liebsten mit den Erfindern von Zulu irgendwie zusammenarbeiten. Ich meine, ihr habt ja auf natürliche Weise da irgendwie schon irgendwie Kompetenz, solltet ihr haben. So. Ich glaube, das passt im Moment ganz viel zusammen. Also das Team ist unglaublich dedicated. Also das ist quasi schon auch so, dass Zulu einen großen Stellenwert hat für uns als Produkt, als quasi Baby, das wir zusammen entwickelt haben. Die sind schon sehr lange in dem Team, sind quasi aus der Firma in die neue Firma übergegangen, sind eigentlich mitgegangen und ohne dem Team wäre das gar nicht möglich. Also da ist schon viel mehr als wie nur ein Arbeitsplatz oder wie nur eine Arbeitsstelle. Ja. Ohne diese Dedication wäre es gar nicht möglich. Und das andere ist natürlich schon, dass wir einfach versuchen, auch Verbreitung zu bekommen und über Verbreitung natürlich kommen immer wieder Agenturen auf uns zu, wo wir dann wieder kleine Anpassungen, kleine Erweiterungen oder auch größere Projekte mit den Agenturen zusammen machen. Unser Ziel ist schon so, dass wir aber Kunden eigentlich nicht allzu langfristig an uns binden, weil wir quasi eine Produktfirma sind, wir machen Peaks mit, wir implementieren was, wir customizen was, wir machen Erweiterungen, aber so die Long-Term-Betreuung liegt dann schon eigentlich bei der Agentur eigentlich, weil wir auch keine Design-Kompetenz haben, natürlich, also wir sind keine Agentur, sondern wir sind technische Entwickler. Und wenn jemand so ein Rundum-Paket sucht, ist er bei uns natürlich nicht richtig. Jedoch arbeiten wir mittlerweile wirklich mit vielen Agenturen zusammen, um quasi dann erfolgreiche Zulu-Projekte umzusetzen. Ja, das heißt, das ist quasi auch eure Zielgruppe. Ihr wollt, dass mehr Agenturen das als deren CMS benutzen. Das ist gar nicht unbedingt der Endanwender, der das machen soll. Der ist wahrscheinlich willkommen. Der ist total willkommen. Also Zielgruppen, unser aktuelles Kundenportfolio sind so zwei Kunden. Also wir haben Direktkunden, die aber meistens dann nicht Zulu als klassisches CMS verwenden, sondern die mit Zulu ein digitales Geschäftsmodell mehr oder weniger abbilden. Also von Reichweitenportale, die halt sehr technisch sind, wo ich quasi eine Agentur habe, die macht das Design, aber ich habe einen Technikpartner oder ich habe sogar noch Inhouse-Technik,
Also die haben quasi, da ist das Business auf der Webseite. Und das andere sind natürlich dann Agenturen. Also das sind so quasi, wir haben jetzt keine Direktkunden klassisch, normalerweise, die mit uns eine Website und ein Kundenportal bauen, sondern da brauchst du dann einfach mehr. Das sind ja so die zwei, genau. Ja. Wir haben die erste Zuschauerfrage. Vielleicht kann Oliver die aber antworten. API. Also viele machen ja jetzt gerade so einen API-basierten Ansatz, API first. Wie sieht es da bei Zulu aus? Ist das so ein Ding, was ihr auch verfolgt? Ist es eher das Rendering wichtig? Also das ist irgendwie so monolithisch, wobei ich den Begriff gar nicht mag, weil das klingt immer negativ. Aber ist es aus einem Guss oder ist es auch, mach mal irgendwie API-basiert alles? Oder headless? Tatsächlich habe ich mein letztes großes Projekt, das Kundenportal, von dem ich anfänglich gesprochen hatte, komplett headless tatsächlich umgesetzt, als Zulu als headless-System. Ich würde sagen, bei Zulu ist der Punkt tatsächlich, dass, den man von Chip haben muss, dass Zulu prinzipiell erstmal von der grundlegenden Architektur im Backend auch ein Headless-System ist. Also das Backend und das Frontend ist eine tatsächlich strikt getrennte Applikation. Also das Frontend ist eine React-Applikation, also das Admin-Backend quasi, die Admin-Oberfläche. Und die Basis darunter ist eigentlich eine wortwörtliche REST-API quasi, beziehungsweise Symfony-REST-API-System. Und kann daher relativ gut auch als Headless-System genutzt werden. In dem Fall ist es bei Zulu so, dass von Haus aus, sage ich mal, erst einmal Twig das Führende ist, also quasi kein Headless-System, sondern ganz normales Server-Rendering, ist aber optional möglich ist, das Zulu Headless-Bundle dazu zu installieren, was auch ganz normal auf GitHub Open Source ist, und quasi dadurch sich eine Headless-Struktur halt quasi selber zu schaffen an der Stelle. Aufgrund, sage ich mal, der Architektur, wie Zulu gebaut ist, mit diesem PHP-CR zugrunde, was ja alles sehr, ich sag mal, XML-lastig dann speichert, sind, wie ich finde, halt auch schon die Daten meistens sehr, sehr gut aufgearbeitet an der Stelle und muss eigentlich relativ wenig Einfluss noch genommen werden auf die Struktur in dem gesamten System, wie anschließend die Daten halt rauskommen innerhalb der API. Also aus meiner Warte kann man das sehr, sehr gut nutzen. Das Einzige, was immer ein bisschen schwierig ist, oder ich persönlich immer sehr schwierig empfunden habe, ist, dass eines der Feature oder eines der guten Features von Zulu unter anderem so eine Preview ist, quasi, die einem aus der Editor-Sicht selber auf der rechten Seite immer quasi gerade zeigt, was man halt macht. Das ist natürlich bei einem Headless-Ansatz ein bisschen schwieriger. Das ist das, das XML, was ihr dann seht. Genau, richtig. Also es ist halt, also es ist dennoch möglich. Dazu hatten der Johannes von Zulu, aus dem Zulu Core Team und ich auch vor einem Jahr mal noch einen Vortrag auf einem Meetup gehalten, wo wir das beispielhaft integriert haben. Das kann man sich ja auf GitHub angucken bei mir unter Zulu Headless Example, wie man das quasi integrieren kann, dass man die Preview trotzdem nutzen kann. Ist halt nur je nachdem, wie man seine Frontend-Architektur baut, wenn zum Beispiel eine komplett eigene React-Applikation beispielsweise ist, ein bisschen schwieriger, die dann da in die Preview reinzufummeln, sage ich mal. Das ist halt ein kleiner Nachteil, aber das ist halt ein Nachteil von diesem Headless-Setup dann an der Stelle. Ja. Noch was Ergänzbares? Nee, eigentlich nicht. Also grundsätzlich ist Zulu einfach eine strikte Trennung zwischen Content und wirklich Visualisierung von Anfang an. Das heißt, es ist, wenn man sich einsteigt, ist es quasi auch kein so Inline-Editing, sondern es ist wirklich form-based und geführte Pflege, und man hat dafür aber ein Live-Preview, was der Olli eh schon erwähnt hat. Und das ist eigentlich einer der größten Challenges. Brauche ich die Live-Preview? Kann man auch deaktivieren? Und wenn nicht, haben wir mittlerweile ein paar Implementierungen gemacht, wo man dann halt in dem Iframe, wo im Prinzip der Preview normalerweise ist, halt seine Applikation dann hinterlegen muss, und wir posten die Preview-Daten dahin. Das funktioniert eigentlich mittlerweile eh, haben wir noch ein paar Anpassungen gemacht im Core, damit das wirklich besser funktioniert über die letzten Jahre. Das funktioniert, aber das ist generell bei Headless-Themen ein Thema, wie kriegt der Content Manager eine Preview, damit er sieht, was er da pflegt. Ja klar, du willst es ja lose gekoppelt nur haben oder entkoppelt haben. Ja, ich finde decoupled so eigentlich als schönerer Begriff. Ja. Ich würde uns als decoupled CMS bezeichnen. Das Headless funktioniert, aber unser way to go
für eine Kommunikationswebsite ist es schon Twig zu verwenden. Hm. Du hast dann halt auch andere Vorteile, wie das Caching und Image Rendering, Resizing, ja, die halt out of the box funktionieren. Und das sind halt Themen, die du im Headless Setup dich nochmal vielleicht selber drum kümmern musst oder dir, ja, anschauen musst, wie du die löst. Ja, verstanden. Okay, cool. Ich glaube, wir haben die Frage gut beantwortet. Oliver, du hast PCR genannt. Da haben wir vorhin kurz drüber geredet. Also PHP Content Repository, angelehnt, genau, an... Ja, PCR sind was anderes. Ja, angelehnt an JCR, Java Content Repository. Ich glaube, die waren da die ersten, die... Genau, ihr wisst da mehr, strukturiertes Ablegen von Daten und Zugriff und sowas definiert haben, sodass man sich da, also dass dieses Problem einfach generell gelöst wurde und man sich als CMS da keine Gedanken mehr drüber machen kann und jedes CMS quasi PCR benutzen kann oder whatever. So, das ist, glaube ich, so die Grundidee. Genau, also ich glaube, ich kann dazu ein paar Sachen noch sagen. Also PHPCR ist eben eine Ableitung oder eine ja, ein Derivat von JCR. JCR wird zum Beispiel bei Adobe Experience Manager verwendet oder Magnolia. Und die Referenzimplementierung ist eine Java-Implementierung, die heißt JackRabbit. Und das Ziel da ist, dass ich unstructured hierarchical Daten speichern kann. Also ich habe einen Baum und der besteht aus Knoten, also sogenannten Nodes. Und in den Nodes, die haben Properties. Das ist so dieses einfachste Grundkonzept. Also ich kann damit Seiten, Bäume bauen, ohne dass ich irgendwelche Schema-Updates machen muss oder sonst irgendwelche Hacks auf irgendwelchen relationalen Datenbanken. Und das war für uns auch damals eben, wo ich gesagt habe, wo wir den Wechsel auf Symfony gemacht haben, gab es eine Schweizer Firma, die in dem Umfeld ziemlich viel gemacht hat. Das ist auch so im Umfeld von dem Symfony CMS eigentlich entstanden. Symfony CMS sind quasi Content Management Framework, also Bundles, die quasi einen Content Management in einer Symfony Applikation erleichtern sollten. Davon verwenden wir auch noch quasi das Routing eigentlich, also das dynamische Routing. Wenn man Symfony vom Routing her kennt, kennt man ja quasi Annotations oder YAML-Files, wo man die Routen für die Controller definiert. Im Content Management pflegt der Content Manager die Route und da braucht man ein sogenanntes Dynamic Routing. Zurück zum PHPCR, das ist auch da in der Umgebung entstanden und war für uns halt super spannend, das wieder zu verwenden, weil es sehr vielversprechend sich angehört hat. Die Jungs um das Projekt haben auch versucht, noch andere CMS zu überzeugen, auf das aufzusteigen. Das heißt, so wäre die Idee gewesen, ein Content Repository für PHP-CMS-Systeme zu haben. Und ich glaube, wir sind aber bis jetzt so eines der einzigen, die immer noch drauf setzen oder drauf entwickeln. Die Entwicklung ist so ein bisschen eingeschlafen und bei uns steht schon auch zur Diskussion, ob wir das dann, ja, oder die Diskussion ist eigentlich schon gefallen. Wir werden da schon in Zukunft mit einer neuen Version von Sudo wahrscheinlich auch von dem PHP-CR weggehen. Wir haben da super viel gelernt. Ich glaube auch, dass die Datenbanken sich weiterentwickelt haben. Also wir haben schon ein Proof of Concept, wo wir im Prinzip sowas Ähnliches abbilden, jetzt auf JSON Field Types, also dass wir quasi JSON Fields verwenden für diese unstrukturierten Daten, damit wir da super flexibel sind, ohne dass wir Schema-Updates machen müssen und trotzdem noch ein paar Dinge besser normalisieren können, weil PHP funktioniert super. Also die Ideen, die Konzepte sind wirklich genial. Die Implementierung auf PHP selber hat dann mit zu vielen Daten, müssten wir einfach zu viele Hacks dann auch noch machen, dass wir die Performance wirklich hinkriegen. Wir müssen optimieren viel und sind immer noch am Optimieren ständig, damit man mit großen Bäumen und mit großen Datensätzen noch performant Queries abfeuern kann. Also der einzelne Datensatz ist ja nie das Problem, also das Lesen, Schreiben und so weiter von einzelnen Seiten ist nicht das Thema, sondern ich will aus einem großen Seitenbaum gewisse Seiten rausziehen mit einer gewissen Eigenschaft und so weiter. Die Queries sind ein bisschen suboptimal, da müssen wir schon viel optimieren und sind immer noch am Optimieren. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, so, dass es früher oder später nochmal rausfällt. Schade eigentlich, oder? Also eigentlich ist ja die Idee, da was zu bauen, was alle nutzen können. Aber wir hatten mal eine Zeit lang noch so eine ganz kleine interaktive Gruppe über Open Source CMS hinweg. Neos CMS hat zum Beispiel da ihr Content Repository vorgestellt. Mhm. Das basiert auf Event Sourcing, quasi ja, Event Sourcing und CQRS. Super spannend, schauen wir uns wahrscheinlich auch nochmal im Detail an. Aber grundsätzlich wäre es mega spannend, aber im Detail haben dann doch die einzelnen CMS halt so da wieder unterschiedliche Anforderungen und da wieder quasi so Dinge, wo sie halt anders lösen. Also die im Neos-Bereich haben sie ja so Workspaces, wo jeder selber editiert und die merchen sie wieder zusammen.
Wir sind da eher so ein bisschen, von, diese Komplexität wollen wir uns eigentlich nicht antun, sondern sagen, wir haben Drafting und Publishing und bleiben auf dem Datensatz selber. Also halt spezielle Anforderungen an Storage haben dann die einzelnen CMS-Systeme. Es wäre zwar super spannend, also es gibt über Open Source CMS hinweg gibt es sowieso ein paar Themen, auch Suche, ohne dass man immer gleich eine Elasticsearch braucht, mal quasi auf PHP-Basis zu implementieren, wo mehr als wie ein CMS verwendet, wäre mega spannend. Da gibt es noch etliche andere Themen, wo sich Open Source CMS so ein bisschen mal zusammenbringen können. Gibt es auch immer wieder Versuche, wir probieren da immer wieder. Ja, spannend. Also gerade auch im CMS-Garten sind ein paar CMS drin. Ich weiß nicht, das ist so ein Verein von Open Source CMS. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, genau. Ja, wir haben uns ja damals das erste Mal auf deren Stand getroffen. Auf, so auf dem Cloudfest in, im Europapark. Ja, genau. Genau. Für alle, die das interessiert, das ist Dienst, ab Dienstag wieder, auch wieder im Europapark. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das CMS gerade wieder vor Ort ist. Weiß ich nicht. Genau, das finden wir raus. Das liefern wir nach. Aber ich werde vor Ort sein. So. Als, ich leider nicht, aber wir sehen uns hoffentlich sonst mal wieder irgendwo genau. Im realen Leben. Bestimmt. Wenn es das noch sowas noch gibt wie reales Leben. Disneyland. Nein, wo ist die nächste Symphonie-Con? Doch, Disneyland, tatsächlich. Ja. Seit 3 Jahren. Das ist cool. Dann ja, muss ich auch mal wieder was mit Symphony in Vortrag halten. Ich glaube, auf der letzten Live war ich auch, aber da, also, da war noch alles in Berlin. Ja, stimmt. Auf der Live in Berlin haben wir es auch gesehen. Dann, stimmt, oder? Stimmt. Ich habe noch, ich hab noch ein paar Fragen, wenn wir noch wollen. Und vielleicht können wir ja gleich auch noch mal irgendwie 10 Minuten in das CMS reingucken. Ja, können wir reden. Weißt du, hast du noch Fragen? Ich hab noch Fragen, ja. Ja. Eine, die mir schon lange auf den Lippen brennt, sagt man das so? Egal. Warum nennt ihr euch Zulu? Und warum ist dieser Name noch frei gewesen? Und Frage Nummer 3, warum wurdet ihr noch nicht abgemahnt? Ja, also Frage Nummer 3, auf das warte ich. Ja, okay. Frage Nummer 2, das war ein toter Twitter-Account, den wir einfach mal angeschrieben haben. Gesagt, okay. Können wir den Namen übernehmen? Also wir hatten vorher, glaube ich, Zulu.io, so wie die Domain, oder Zulu.cms, ich weiß nicht mehr. Und dann vor, aber das ist auch schon wirklich lange her, haben wir den Namen mal angeschrieben, das war ein toter Account, der wir da nehmen sind. Also voll glücklich gehabt, mega sau. Okay, ist ja auch ein geiler Name. Ja, also ich finde es super. Ja. Früher hat man euch doch Z geschrieben, oder? Habe ich das noch falsch im Kopf? Früher ist es doch Zulu mit Z, oder? Ja, genau. Jetzt kommt die spannende Geschichte. Als wir das CMS das erste Mal Open Source gemacht haben, haben wir irgendwie einen Namen überlegt und irgendwie sind wir auf Zulu gekommen, also mit Z, 2 O und LU. Und damals fanden wir 2 O's immer cool, weil alle coolen Firmen hatten mehrere O's, also Google zum Beispiel. Und, aber es konnte niemand aussprechen, also keiner konnte Zulu aussprechen, also mit Z, O, O, L, U. Das ist ja wie Cosmic. Kostet wohl auch nicht so 100%. Anyway. Muss mal laut lesen. Ja. Und dann sind wir auf Symfony gewechselt und dann haben wir gedacht, okay, aus dem Z, Stand Framework, hat es gerade zufällig gebracht, machen wir das S. Oh. Und aus den 2 O's wird ein U und dann ist es viel einfacher auszusprechen und jeder weiß, jeder versteht es. Und es hat keinen Star Trek-Hintergrund oder irgendwas, sondern es war einfach gerade, hat gepasst und wir sind von Zulu mit Z auf Zulu mit S und alle, wo mit Z noch irgendwo irgendwas sehen, das ist Send Framework 1. Okay, also einen großen Bogen um das mit Z machen. Genau, das mit Z vielleicht nicht mehr heute installieren und damit Projekte starten. Alles klar. Ja, cool, spannend. Früher in der Doku hattet ihr noch den Zulu von Star Trek abgebildet. Als ja, wir haben ihn mal adoptiert und quasi so für uns in die Doku genommen. Aber das war eher so wirklich von der Geschichte her. Und dann hat es irgendwie gepasst und von Star Trek auch. Aber quasi so die Intention kam jetzt nicht aus der, aus der Richtung, sondern wir hatten ihn dann mal. Und das haben wir dann echt so ein bisschen auch weggetan, weil wir hatten in der Doku so einen Star Trek-Menschen, also einen Zulu. Und, aber das war uns dann irgendwann auch zu heiß. Also da kommt dann wahrscheinlich ziemlich schnell auch irgendwann mal irgendwas. Aber noch so, entweder sind wir noch zu klein oder sind egal. Also im Moment heißt mir noch Zulu und ein paar Markenrechte haben wir auch noch geschützt, was ging, aber schauen wir mal, wohin die Reise geht. Alles klar, bin ich wohl nicht der Erste, der die Frage gestellt hat. Aber behaltet den Namen, solange es geht. Ich mag's.
Ich mag Sulu aus Star Trek, ich mag das CMS. So, dann noch, ihr könnt euch aussuchen, wer welche Frage beantwortet. Worauf seid ihr bei Sulu besonders stolz und worauf am wenigsten? Also habt ihr tatsächlich Leichen, also du hast es ja schon gesagt, CMF würdet ihr wieder austauschen. PRPCA ist so eine Leiche, die wir begraben werden. Ja. Wir versuchen technische Debt, also technische Gebrechen echt wirklich auch zeitnah zu eliminieren und versuchen da wirklich clean zu sein. Aber es gibt natürlich viele Ecken, Enden, wo man jetzt einfach nach so vielen Jahren der Entwicklung auch dann ein paar Dinge anders machen würde. Aber ich glaube, das größte Thema ist sicher PRPCR, was wir ausgraben werden. Auf was ich stolz bin, ist, glaube ich, mein Team, weil das ist cool, das ist einfach mega. Ist quasi ein bisschen komisch wahrscheinlich, aber ohne den wäre es gar nicht möglich, so ein Produkt zu machen. Und ich glaube, wir schaffen es jetzt auch, also diese Passion für das Ding auch zu transportieren, und das macht voll Spaß. Also, und sonst gibt es natürlich viele Features, wo ich super finde, wo ich voll dahinter stehe, wo wir Dinge machen, so wie wir uns das vorstellen, wo gut funktionieren. Und ja, ich glaube, das ist von meiner Seite. Ich weiß nicht, der Olli kann vielleicht auch. Gibt's einen, weil du es gerade sagst, gibt es einen Kunden oder ein Projekt, auf das du besonders stolz bist? Also wir haben einen Kunden, mit dem wir super lange schon zusammenarbeiten, der auch sehr, sehr, sehr früh an uns geglaubt hat. Und das war ein Subunternehmen der Ganske-Gruppe in Hamburg. Und dazu gehört Küchengötter. Also das ist quasi ein deutsches Rezeptportal von GU, von Gräfe und Unzer. Also GU, das gelbe Logo mit der schwarzen Schrift, das kennen dann die meisten noch mehr. Ja. Das ist einfach ein super Kunde, wo wir super vertrauensvolle Partnerschaft haben seit Jahren. Und das ist so optisch jetzt vielleicht, wenn ich das vielleicht gar nicht sagen darf, nicht das schönste Projekt, aber es hat halt gut Traffic, hat uns super unterstützt und eine super Partnerschaft, und das Projekt ist echt cool. Also, er ist ja bei allem Redaktionellen. Sobald die Werbung ausgeschaltet sind, sind sie meistens schön. Voll geil, kaufst das Küchengötter Plus Abo. Dann ist die Werbung weg und ihr kriegt das richtig gut gekostet. Ja, wie gesagt, ich habe für meinen Kunden 15 Jahre im Verlagsumfeld gearbeitet. Ja, die schauen echt alle gleich aus. Ja. Ja. Kann man da was besser machen? Ja, könnte man. Weiß ich nicht, wenn die Leute bereit wären, was zu bezahlen. Ja, das ist das größte Problem meistens bei so Seiten. Ja, ja, ich habe diese eine Anekdote, die habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Als wir bei einem der großen Verlagshäuser haben wir die Webseiten schneller gemacht. Also haben dann alles so den ganzen auf HTTP2 umgestellt. Das HTML so gebaut, dass es schnell ist, das JavaScript, alles rausgeschmissen, was nicht gebraucht wird und so weiter. Also wirklich super aufgeräumt. Und dann waren wir schneller als die Werbung. Und das war ein Problem, weil die Werbung halt nicht angezeigt wurde und der Nutzer konnte halt schon über den oberen Block wegscrollen, weil sein Content war ja schon da. Und dann mussten wir es, dann haben wir es tatsächlich wieder ausgebaut. Das Problem kenne ich echt auch. Ja, ja. Seiten absichtlich nicht allzu schnell, ja. Weil du natürlich Impressions brauchst. Ja, genau. Ja. Crazy, aber ja, ist so, wie es ist. Irgendwann, ja, irgendwie muss man Geld verdienen. Abos kaufen für Dinge, die sie wirklich konsumieren. Ja. Ja, da können wir tatsächlich auch nochmal eine eigene Session drüber machen, wie gut das ist. Auch das Verständnis, sonst bist du das Produkt und kriegst halt Werbung. Ja. Habt ihr denn eine Paywall? Ja, wir haben jetzt gerade quasi eine Paywall implementiert, auch mit quasi zwei Stufen. Einmal quasi mit werbefrei und einmal mit noch Premium-Content. Genau, okay. Das sind jetzt die, aber das ist eh ein Trend in der Ecke. Also sieht man auf fast allen Seiten, dass auch gezwungenermaßen durch Consent, weil sie dadurch quasi dir die Option geben, volle Zustimmung oder du bist bereit, ein paar Euro für die Werbefreiheit zu zahlen. Das war zumindest mal bis vor kurzem noch quasi DSGVO und Consent konform. Also du musstest diese Option anbieten, wenn du quasi noch vernünftig Werbung aufspielen willst, ist auch quasi, heißt ja überall dasselbe, ist ja überall Plus. Klar. Whatever. Ja. Und
Ja, also es ist, ja, das funktioniert und ist auch ganz cool. Ist auch mega spannend technisch gesehen, mit wie quasi Varnish dazu bringst, dass er weiß, dass er für den Kunden jetzt dieselbe Seite anders ausspielt. Okay. Und das ist ein mega spannendes technisches Projekt auch immer wieder, einfach wo man ja, wirklich was weiterbringen kann. Das ist cool. Und habt ihr das jetzt für die gebaut oder ist das, wurde das Teil der Open Source Geschichte? Nee, das haben wir für sie gebaut. Das ist Okay. auch schon so customized, das ist auch mit Stripe quasi als quasi Hm. Provider, ja. Subscription-Anbieter. Und das sind dann natürlich ganz klassische Kunden. Ja. Ich glaube, das ist aber auch dann die Stärke, dass du eben das machst auf Symfony-Basis und quasi mit Redis und Varnish dann den Rest noch dazu baust, dass das Ja. nochmal funktioniert und trotzdem noch Ja. gecached ist, auch wenn es quasi benutzerspezifisch ist. Das sind Okay. dann die spannenden Projekte. Ja, verstanden. So, Thomas, jetzt musst du weghören. Oliver, was ist blöd am Sulu CMS? Ja, tatsächlich muss ich mich eigentlich, kann ich mich eigentlich nur bei Thomas anschließen, was das PPCR so technisch gesehen als alte, sage ich mal, technische Schuld noch mit sich bringt, so in dem Maße. Das ist so das Einzige, was mir wirklich so spontan einfallen würde, weil es einfach eine sehr, ja, ich würde mal sagen, in die Jahre gekommene Technologie mittlerweile ist, vielleicht so doof gesagt, in dem Zuge. Einfach weil das PPCR, ich sag mal, eine MySQL-Datenbank fast so nutzt, als wenn es eine Mongo-Datenbank beispielsweise so wäre. Also vielleicht passt das irgendwie so ein bisschen als Vergleich. Es nimmt einfach eine große Tabelle und schmeißt da irgendwie alles rein und es ist halt sehr aufwendig, da am Endeffekt was detailliert wieder rauszukriegen, wenn du halt nicht, wie Thomas eben schon mal erwähnt hat, du irgendwie eine einzelne Seite komplett laden willst, sondern wirklich da explizit konkret etwas raushaben möchtest, dann wird es halt sehr, sehr kompliziert und das ist, finde ich persönlich halt noch ausbaufähig, nennen wir es vielleicht mal, da weiterzumachen. Also es ist natürlich, es klappt unglaublich gut für Seiten und es ist ja auch extrem funktionabel. Glaub halt nur, dass der Weg dahin, und das ist ja quasi auch den Weg, den Solo einschlagen möchte, davon weg sein sollte, in dem Maße. Deswegen, also, das wäre so das Einzige, was mir jetzt spontan dazu einfallen würde, was an Solo schlecht ist, in dem Maße. Ihr seid ja langweilig. Also ich sollte nicht als Was glaube ich, Investigativ wenn ich. Journalist irgendwie anfangen. Was findest du perfekt an Sulu? Du kennst ja aus. Ja, also ich habe meine Hauptzeit ja mit Sulu 1 noch verbracht. Sulu mit S 1. Ist Da hat wahrscheinlich mich wahrscheinlich. tatsächlich das Debugging ein bisschen genervt, weil das da noch nicht gut war. So, das heißt, wenn du halt deine XMLs irgendwie erstellt hast, indem du ich weiß jetzt, ob ich die richtige Nomenklatur verwende, als deine Artikeltypen definiert hast, dann musste man teilweise in das Network-Tab reingucken und was hat die API an Fehler gepostet. Das hat man nicht gesehen. Das war teilweise schrecklich. So. Ja, ich Aber habe das ist auch, eine Weile her. das ist Wobei. halt eher auch noch eine Menge einfallen. Aber das ist tatsächlich alles mittlerweile obsolet, Ja, deswegen. genau. Deswegen, das fand ich. Ja, wir sind ja auch echt super dankbar für Feedback, gell? Also finde es immer super spannend, weil man wird schon auch betriebsblind. Also Ja. definitiv. Genau, also ich werde auch euren Slack-Channel, in dem einem immer geholfen wird. Also das fand ich unheimlich gut. Du hast eine Frage und hast halt irgendwie eine Viertelstunde später eine Antwort. Das mag ich total. Werde ich dann auch nochmal unten verlinken in der Ja. Beschreibung. Genau. Das ist definitiv ein guter Einstiegspunkt. Sorry, Olli. Sorry, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, beim Slack-Channel muss man ja eigentlich allem voran tatsächlich ja Alex loben, der ja gefühlt 99% des Supports dieses Slack-Channels übernimmt und gefühlt jedem irgendwie immer sofort innerhalb von wenigen Minuten zur Seite steht. Also das ist halt fast ein One-Man-Show. Ja, das ist auch für uns extrem wichtig. Also, der Slack-Channel ist bei uns auch intern quasi so firm- und kulturmäßig einfach etwas, wo wir sagen, wir wollen quasi da einfach wirklich guten Support bieten. Ich weiß auch, dass andere quasi nicht mal bezahlt den Support bekommen, den sie bei uns im Slack-Channel für Umme bekommen. Aber es ist für uns einfach wichtig, dass wir erstens nah sind an unserer Community, dass wir das Feedback da einholen. Wir wissen natürlich auch, dass Dokumentation besser sein könnte, also apropos Weak Point, Dokumentation, the Ja, aber usual. das ist, wer im Glashaus sitzt. Ich glaube, da wird keiner mit Steinen werfen auf euch. Ja, ich
glaube auch. Das ist, also das ist ja auch ein schwieriges Thema. Du musst echt, das als Entwickler selber die Dokumentation zu schreiben, ist aber echt eine Challenge, weil du quasi einfach, für dich ist so viel dann logisch und normal und du vergisst dann oft Dinge und wir arbeiten da eh immer wieder dran und versuchen das zu verbessern und Feedback aus dem Slack-Channel quasi in die Doku wieder einzubauen. Aber uns ist wirklich wichtig, dass wir quasi da sind. Also mit uns kann man einfach sprechen, uns kann man einfach anschreiben. Ja. Also den Slack-Channel zu joinen ist extremstens empfohlen, wenn man Zulu mal ausprobieren will. Also liegt uns auch am Herzen. Also ist etwas auch, was quasi wirklich zu uns dazugehört, wo wir auch, wenn ich mal sehe, dass was nicht geantwortet wird, gibt es einen internen Slack-Channel, wo es dann eine Rüge gibt. Sagen, Support! Jetzt! Ja, cool. Ja, das ist uns eh wirklich wichtig. Und solange wir es noch machen können auf der Ebene und es ist super schön zu sehen, dass eben auch Olli oder ja, mittlerweile echt einige aus der Community halt auch Support geben. Initial war es wirklich quasi zu 100% von uns selber. Mhm. Mittlerweile haben wir halt echt auch eine coole, kleine, feine Community, die sich selber auch schon hilft. Und das ist voll schön zu sehen. Also es ist so ein Erfolgsding, das halt nicht nur du immer selber treiben musst, sondern halt auch die Leute, die committed sind, die das Projekt cool finden und da halt auch quasi diese Passion ein bisschen reinlegen, mal Talks machen, mal das promoten. Und ja, bis jetzt sind wir nur organisch gewachsen und haben so gut wie noch nichts in den Markt investiert. Vielleicht mal eine SymphonyCon an den Stand gehabt oder was gesponsert, aber das war's dann. Ja, cool. Wobei man tatsächlich, wo du eben noch eben den Punkt Doku angesprochen hast und der da ein bisschen selbstkritisch seid, finde ich tatsächlich sehr, sehr oft sagen muss, dass wo vielleicht an manchen Stellen die Solo-Doku an Grenzen stößt, aber einem eigentlich die Symphony-Doku halt weiterhilft. Man darf halt vergessen, dass Solo halt eben in Symphony gebaut ist und auf Symphony aufbaut und ich habe immer das Gefühl, so, dass sehr, sehr viele der Fragen tatsächlich vielleicht nicht direkt von der Solo-Doku beantwortet werden, man aber extrem gut in der Symphony-Doku fündig wird. Also sehr, sehr viele Fragen tatsächlich, die sich auch in dem Chat-Channel häufen, die nicht speziell Solo betreffend manchmal sind, lassen sich halt oftmals mit Dings einfach aus der Symphony-Doku, sag ich mal, beantworten, weil es halt nun mal ein Symphony, sag mal einfach mal gemein Bundle an der Stelle oder weil es halt ein Symphony gebaut ist. Also tatsächlich ansonsten immer mein Tipp immer an sehr, sehr viele Leute, die sagen so, ja, mir reicht die Doku nicht. Immer so, ja, wenn du keine Ahnung hast, wie du es in Solo baust, überleg dir mal, wie du es in Symphony bauen würdest und schau da mal rein. Und das hilft auch meistens sehr, sehr ungemein. Deswegen finde ich die Doku eigentlich gar nicht schlecht, weil es bringt auch nicht, duplicated Doku zu produzieren, wenn es dazu schon Antworten gibt quasi. Ja, verstanden. Auf was für ein CMS ist Symphony.com aufgesetzt? Wisst ihr das? Ich glaube, das ist eine eigene Entwicklung, oder? Das ist irgendwie... Auch, ja. Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich, aber... Also ja. Es ist nicht Zulu, leider. Ja, kann man ja ändern. Liebes Symphony-Team, falls ihr hier zuhört, Zulu. Ja. Und wir haben gerade den nächsten Kommentar gekriegt, CMS Garden ist auf dem Cloudfest. Genau. Danke, Lukas, dafür. So, wir haben eigentlich nur noch 6 Minuten. Ich habe meine Fragen so ziemlich abgehakt. Wollen wir mal ganz kurz reingucken? Ja, können wir gerne. So. Sollen wir? Ja. Soll ich? Ja, Thomas gerne. Also, wer von euch will. Wir können einfach, ihr habt so einen Demo-Account. Ich habe so eine Demo-Website. Jetzt seht ihr ja wahrscheinlich gleich selber. Was seht ihr? Ja, genau. Ja, bitte. Okay, ich muss mal neu laden. Also, die Demo-Website ist auf Sudo Rocks. Die wird auch immer wieder resettet. Ich hoffe, wir laufen jetzt nicht direkt in einen Reset rein und bekommen Fehler. Und jetzt sind wir im Admin. Ich glaube, die Website müssen wir jetzt nicht zu sehr anschauen. Das ist die Administrationsoberfläche im Login. Und nein, ich weiß, dass das Passwort nicht sicher ist. Was? Admin ist nicht sicher? Oh Gott. Oder auch. Admin ist leider nicht ganz sicher. Dann muss ich mal schnell weg. Ja, und jetzt sind wir eh schon in der Administrationsoberfläche. Links die Hauptnavigation. Es gibt die Möglichkeit, die auch zuzuklappen auf kleineren Bildschirmen oder sie zu fixieren. Und dann geht es eh schon ins Content Management. Wir haben bei uns, wie gesagt, so einen Baum, also ganz klassischer Seitenbaum. Wer aus Typo 3 kommt, kennt es eigentlich. Wir orientieren uns hier von links nach rechts ein bisschen am Finder. Also jede Seite kann dann auch Kinder haben. Und kann dann hier einfach auch ein Kind anlegen und dann in einer bestimmten Seite.
kann auch hier nochmal umschalten, dann kriege ich eher den klassischen View. Auch hilfreich, wobei ich eigentlich immer in dem Column Tree bin. Und Spezialitäten, was wir so vom Feature Set halt haben, ist, dass ich mehr als nur eine Webseite damit verwalten könnte oder kann. Das sind bei uns dann, wie gesagt, diese Webspaces, und jeder Webspace ist so ein eigener Seitenbaum, der auch beliebig viele Sprachen haben kann. Das heißt, ich kann hier auch umschalten, mal mir die Seite auf Deutsch anschauen oder auf Englisch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fallbacks zu machen und mit mehreren Sprachen zu arbeiten. Ich glaube, das sind so auch Features, die für uns aus dem Markt, aus dem wir kommen, sehr wichtig sind. Also, dass wir mehrere Webseiten damit verwalten können, also Multisite. Multilingual sind so Themen, die sehr tief verankert sind im System. Kannst du mal so eine Editieransicht von so einem Artikel auch zeigen? Ja, genau, das macht natürlich Sinn, gell? Jetzt sind wir in dem Splitscreen. Wenn wir jetzt zu wenig Platz haben, machen wir die Navi mal weg. Geführte Content-Pflege. Diese Themen werden quasi wie die Pflegemacht so diese aufbaut, wird vom Entwickler im Prinzip definiert, dann, wenn er auch die Frontend-Umsetzung macht. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, wenn man Sudo installiert, ist es sehr nackt. Also es kommt kein Default-Ding mit oder irgendwas, sondern wir gehen davon aus, dass da ein eigenständiger Frontend-Entwickler mit dem Frontend-Stack seiner Wahl auch die Webseite im Frontend dazu entwickelt. Das heißt, hier haben wir rechts den Live-Preview. Wenn ich jetzt hier Dinge ändere, sollten die auch live aktualisiert werden. Genau. Was bei uns sehr stark verwendet wird, also ist das ganze Blog-System. Das heißt, wir haben verschiedene Blöcke, über die wir Content-Strukturen abbilden. Da gibt es verschiedene Typen, und die haben natürlich dann auch gewisse unterschiedliche Ausprägungen. Je nachdem, was ich da pflege, kommt der Typ. Oder ich kann das wieder zurück. Ich lade gerade einfach mal neu, damit wir den alten Content wieder haben. Genau, also die Blöcke werden sehr viel verwendet, um dem Content Manager möglichst viel Flexibilität zu geben, wie er die Seiten baut, oder möglichst Flexibilität da reinzubekommen. Wir haben sehr eine strikte Trennung, also ein Thema, was bei uns zum Beispiel aufkommt: Wieso kann ich im Texteditor kein Bild einführen, sondern ich muss das Bild separat hier über die zentrale Medienbibliothek zuordnen. Das ist auch einfach ein Thema, wo wir sagen, wir wollen wirklich sehr strukturierte Content haben und wollen auch quasi Bildgrößen verschieden platzieren können auf den unterschiedlichen Formaten. Das ist zum Beispiel auch hier fein, man kann jetzt sich das Ganze mal auf Smartphone anschauen. Da wird dann zum Beispiel ein anderes Bildformat ausgespielt oder das Bild auch anders positioniert. Das ist zum Beispiel ein Thema, was oft noch zu Fragen führt. Wenn man mal damit gearbeitet hat, dann macht es total Sinn und ist auch nicht so ein Gefrickel, irgendwie im Texteditor noch ein Bild unterzubringen. Aber das sind so Themen, die öfters mal kommen, wenn man von anderen CMS kommt. Wieso kann ich hier kein Bild unterbringen? Genau. Gut, das ist so der Content-Bereich. Wenn ich irgendwo zu schnell drüber gehe, müsste es halt sagen. Da du nur noch eine Minute hast. Nein, wir können auch gerne überziehen. Genau, es gibt halt noch ein paar andere Pakete, wo man ebenfalls Content pflegt. Das sind so wiederverwendbare Content-Snippets, die dann auf der Seite eingebettet werden können. Und auch in der Kooperation mit unserem Großkunden quasi aus Hamburg haben wir dieses Modul gebaut, das dazu geeignet ist, dann eher so wie WordPress oder Drupal flach in einer Liste Inhalte zu pflegen. Also wir verwenden den Baum, um zu strukturieren, dass zum Beispiel in Drupal vielleicht eher Kategorien wären, verwenden wir wirklich den Seitenbaum und können dann, wenn man jetzt hier sieht, dieser Blog ist quasi nur eine Eintrittsseite, auf der wir dann quasi alle Blogbeiträge auslesen, die aber eigentlich im Artikelmodul gepflegt werden. Und hier habe ich dann einfach, ja, man kann sich vorstellen, dass im Seitenbaum unter Blog, wenn es wirklich tausende von Artikeln sind, irgendwann ein bisschen mühsam wird. Und dann gibt es da eben das Repository, wo die Artikel drin sind, flach. Das sind so die drei wichtigsten Content-Bereiche. Und dann ist alles essen. Unten besetzt war. Sorry, ich habe nicht gehört. Mir ist gerade noch was eingefallen, so ein Thema der Frage eben, was ist bei Sudo nicht gut? Das Artikel-Bundle setzt Elasticsearch voraus, immer. Ja, genau, das ist im Moment noch eine harte Dependency, an der wir auch arbeiten, dass wir die loswerden. Hat eben auch mit PHP-CR zu tun, also auch so Listen mit, keine Ahnung, zehntausenden Artikeln, brauchen wir auf der Liste einfach eine effizientere Suche, als wie über das PHP-CR selber. Und darum ist die Liste eigentlich kommt direkt aus Elasticsearch. Dafür ist die im Moment sehr effizient. Das ist auch eine Dependency. Das Modul kann man als Bundle dazu installieren, Symfony-mäßig über Composer, und braucht ja jetzt nicht jeder Kunde, aber für manche ist es schon sehr hilfreich.
Wie gesagt, gibt es ein zentrales Asset Management, wo man in Folders die Bilder organisieren kann. System schneidet Bilder zu, gibt unterschiedliche Formate, die vorab definiert werden, zusammen mit aus dem Design im Prinzip gelesen werden und wir rechnen die dann um. Man kann auch hier Fokuspunkte setzen, wenn ich sage, ich will immer die Ohren drauf haben von dem Wolf, whatever. Oder auch wirklich einen Crop pro Format definieren, das heißt, ich habe hier ein bestimmtes Format und kann dann wirklich den Crop selber zuschneiden aus dem Originalbild. Also man sollte ein vernünftiges, webtaugliches Originalbild hochladen und der Rest wird dann innerhalb vom System selber geregelt. Und so als Beispiel, weil wir quasi ja einige Pakete im Open Source CMS als Core mitbringen oder als Bundles dazu installierbar machen, habe ich hier mal so eine Referenzimplementierung von einem eigenen Datensatz. Also wir verwenden Sudo einfach auch, um quasi ganz einfach eine Doctrine-Datensätze pflegbar zu machen. Das heißt, wir haben hier eine Erweiterung gemacht, erweitern die Hauptnavigation um quasi einen neuen Menüpunkt. Und das ist jetzt im Prinzip wieder Standard Sudo Forms, nichts Weltbewegendes, ziemlich simpel gehalten. Aber das wird einfach in, ja, als Doctrine-Datenmodell gespeichert und abgelegt und dann an bestimmten Stellen ausgelesen. Das heißt, für uns ist Sudo schon auch sowas wie ja, eine Administrationsoberfläche für Symfony-Projekte mit Content. Das beschreibt es wahrscheinlich am besten. Gut. Spannend. Super kurze Einführung. Ja, wir werden auch alle Links zu den Projekten, auch zum Open Source Projekt auf GitHub, alles irgendwie in die Beschreibung einführen. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Ja. Ja. Ich wäre durch. Nee, wenn ihr noch Antworten habt, die ihr uns geben wollt. Nee. Nee. Super, danke für das Gespräch. Und ja, super, super gerne. Cool, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Oliver wird noch ein 5-Minuten-Video für uns aufzeichnen zum Thema Sudo. Das werden wir auch in den nächsten Wochen live stellen. Genau, richtig. Genau. Das 5-Minuten-Video kommt noch und wer ansonsten noch, es wäre jetzt ein bisschen Werbung einer eigener Sache, sorry, falls das nicht okay ist, auch noch am 29. Aivero in Portugal, die Symfony User Group, wo ich mit Sudo sein werde, die wird auch übertragen. Deswegen, wer da irgendwie noch einen tieferen Einblick haben möchte, kann natürlich auch gerne da reinschauen. Das ist natürlich erlaubt, dafür zu werben. Wie gesagt, schneiden wir später alles raus. Würden wir auch verlinken und dann auch nochmal auf Twitter, wenn es dann soweit ist, einfach den Link rumschicken. Cool, dann euch zwei. Vielen, vielen Dank. Danke für das CMS. Wir nutzen es sehr gerne und macht weiter so, würde ich mal sagen. Wir bleiben dran, auf jeden Fall. Alles klar. Dann schon mal allen, die zugeguckt haben, tschüss. Tschüss.